Hey meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Aufgebraucht-Video und ich verspreche euch, diesmal wird es keine halbe Stunde dauern, denn ja, das letzte Video war ja doch etwas ziemlich lange und ja, aber diesmal habe ich auch nicht ganz so viel Zeug, es ist schon viel, ihr wisst, ich mache kein Aufgebraucht-Video wegen 5 Produkten, sondern da muss ich schon ordentlich was zusammen finden, aber ja, es wird nicht ganz so lange dauern. Ich fange jetzt einfach mal an mit dem milden Baby-Shampoo. Von Babylove ist das jetzt, aber ich benutze einfach die super gerne zum Pinselwaschen. Und es funktioniert, die sind günstig und passt alles. Dann mache ich mal weiter mit 2 Nivea-Shampoos. Dem Long Repair benutzt meine Mutter ja immer, findet sie ganz super toll. Und das Classic Hair habe ich einfach benutzt, wenn ich meine Haare nicht so belasten wollte, wenn ich sie einfach nur waschen wollte und ja, einfach so mal ein bisschen Schmutz rauskriegen und von daher ist auch für alle Haartypen geeignet und von daher finde ich es wirklich ganz gut. Dann habe ich 2 BB-Tücher leer gemacht. Das sind die für empfindliche und trockene Haut, was ich ja schon eigentlich habe und die sind wirklich sehr gut. Also das sind Tücher, die ich mir immer wieder nachkaufe. Die sind günstig mit 1,25 glaube ich und da kann man auch nichts falsch machen. Die sind super zum Abschminken und passt. Dann ebenfalls unspektakulär von Naturell, diese 50 Maxi-Watte-Pads. Dann nochmal ein Shampoo, das habe ich ja auch schon in meinem Haul wieder nachgekauft. Das von Gliscor, dieses Blondglanz-Dings da. Und das finde ich wirklich gut. Also wie der Name schon sagt, es bringt einfach blonde Haare noch mehr so zum Strahlen. Und ja, so. Genau. Dann was für den Körper. Dove pure Verwöhnung, habe ich auch schon öfters in Videos erwähnt. Ich mag das super gerne, es ist sehr gut für meine trockene Haut und ist einfach ein super Duschgel bzw. eine Duschcreme und kaufe ich immer wieder nach. Also sowohl der Geruch ist toll als auch die Wirkung. Dann Nivea Soft Milk für trockene Haut habe ich auch des Öfteren benutzt. Die hat wirklich extrem lange gehalten. Also waren ja auch 400 Milliliter drin. Also die, wenn ihr euch die kauft, habt ihr da schon ziemlich lang was. Sie ist auch sehr reichhaltig und ja, kann ich auch nur empfehlen. Dann habe ich erst vor kurzem die Essence My Skin Maske leer gemacht. Und ich wollte euch mal fragen, kennt ihr noch eine andere Maskenfirma, die so diese Paper Mask, also diese, diese Masken, wo ihr einfach so rausnimmt und wo schon so vorgefertigt sind, also wo nicht so eine einzelne klebrige Masse sind, sondern wirklich schon wie so ein Tuch sind, wo ich einfach aufs Gesicht legt. Und das finde ich an der einfach sehr gut, nicht, dass die es besonders toll pflegen würde, aber ich mag einfach das, weil es sehr unkompliziert ist. Ihr klatscht euch einfach so drauf und dann zieht ihr sie wieder ab und das finde ich sehr gut, nur ich kenne keine andere Marke, bei der das so ist. Also wenn ihr da Bescheid wisst, schreibt mir das bitte, das wäre echt super. Dann habe ich von Soap & Glory mein Flake Away leer gemacht. Das ist ja dieses ganz, ganz tolle Peeling, über das jeder schwärmt und so ist es auch wirklich. Also es riecht geil, es riecht so nach Aprikose, nach Sommer und ich habe es wirklich auch diesen Sommer, also letzten Sommer, wir sind ja schon im 2014, dann letzten Sommer habe ich es sehr häufig verwendet. Und ja, dann jetzt so die letzten Reste habe ich noch in den letzten Wochen jetzt leer gemacht. Und ich benutze es sehr gerne, aber ich will ja nicht wieder jetzt so 15 Euro oder was es kostet dafür ausgeben. Das ist es mir im Moment halt einfach nicht wert. Genauso wie mir diese 2 Sachen ihren Preis nicht wert sind. Und zwar von Garnier diese in der Dusche Body Milk Dinger. Ich habe das hier, die reichhaltige Variante, ja mal in einem Top-Video erwähnt. Und ich fand es einfach damals sehr gut. Damals habe ich vielleicht 3-mal damit geduscht. Und ich bin auch generell von diesem Konzept wirklich sehr überzeugt, dass man sich einfach mit so einer Bodylotion unter der Dusche so einmassiert, eincremt und dann das wieder abspült. Und dann nimmt die Haut das auch gut an. Und bei mir funktioniert das auch. Aber ich habe einfach gemerkt, es ist sehr schnell leer gegangen. Und es war jetzt doch nicht so wow, wie ich am Anfang gedacht hätte. Es ist einfach nur so der Ersteffekt gewesen, der mir einfach gefallen hat. Und aber sind jetzt nicht unbedingt so Nachkaufprodukte. Dann habe ich auch im Urlaub leer gemacht das Sonnenschutzspray von Balea. Ja, gut, also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es bei mir was verändert hat, aber ich glaube, es hat auch nicht geschadet. Oh Gott, und dann riesiger Flop, was bei mir überhaupt gar nichts. Und es nennt sich auch noch spektakuläre Beautypflege von Fructis. Für trockenes und strapaziertes Haar, das ist so eine Spülung einfach. Und die roch eigentlich wirklich sehr gut. Die roch so ein bisschen fruchtig und so. Und ja, also eigentlich hat es mir gefallen. Ich dachte mir so, Oil Repair und kann eigentlich nur gut sein mit Olivenöl, Avocado und Shea-Öl. Shea-Butteröl, was auch immer. Und ich dachte mir, das muss doch eigentlich gut sein, aber also, nee. Bringt null, nada, niente. Also weder weicher, noch irgendwie besser kämmbar, noch
keine Ahnung, also ich weiß nicht, bei mir funktioniert dieses Produkt einfach nicht. War schade, denn ich glaube, so billig war es jetzt auch nicht. Okay, es ist nicht billig, aber ich glaube schon so um die 3 Euro und das war es definitiv nicht wert. Dann habe ich noch was von Soap & Glory und zwar das Glad Hair Day. Ich glaube, dieses kleine Shampoo gab es für 2 Euro oder so mal bei Douglas. Fand ich richtig gut. Also das hätte ich nicht erwartet, dass dieses Shampoo wirklich so toll ist. Auf der einen Seite, es reinigt sehr gut, weil es so eine... So richtig dieses, so ein klares Shampoo, also es ist nicht so cremig, sondern wirklich so ein klares und es reinigt sehr gut und es riecht so gut und die Haare fühlen sich danach einfach toll an. Und also ich kann es nicht beschreiben, aber das wäre auch was, was ich mir irgendwann mal nachkaufen will und mal schauen, ja. Okay, dann Nagellackentferner. Das ist dieser Acetonhaltige von Ebeline, finde ich aber einfach besser, weil ich damit besser glitzer oder sowas. Ich trage jetzt nicht immer Glitzer, aber... Ich benutze ihn einfach gerne, weil der Nagellack an sich einfach, finde ich, besser weggeht und ja, von daher bin ich damit sehr zufrieden. Dann 2 Trockenshampoos. Wie immer, das von Balea Trended Up. Kennt ihr ja schon in jedem Aufgebrauch-Video von mir, findet sich immer dieses Trockenshampoo. Brauche ich auch nichts mehr zu sagen. Und dann noch das von Batiste, das finde ich auch sehr gut, das ist das Tropical. Nur wie gesagt, die kann man halt nicht einfach mal schnell um die Ecke kaufen gehen im DM oder so. Da muss man halt bestellen bei Douglas. Wäre schön, wenn DM die bekommen würde, weil dann würde ich nämlich nur noch die hier kaufen. Weil die von der Trockenshampoo-Wirkung noch besser sind. Das muss ich wirklich sagen. Da merkt man auch, da würde ich auch 1 Euro mehr dafür zahlen, weil der Unterschied einfach sichtbar ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe heute auch wieder Trockenshampoo drauf und ich finde einfach nicht, dass man das sieht. Ich finde... Meine Haare sehen gut aus so und man würde ihnen nicht ansehen, dass sie eigentlich so am Ansatz eben so ein bisschen leicht fettig waren. Und von daher ist Trockenshampoo wirklich was ganz tolle Erfindung, brauche ich nicht mehr viel zu sagen, ne? Aber ich erzähle trotzdem immer so viel. Ich muss mich zusammenreißen. Okay, dann habe ich ein Deo leer gemacht und zwar auch von Nivea, dieses Fresh Natural. Fand ich sehr gut, war halt sehr mild auch zur Haut. Es war jetzt nicht so das Deo überhaupt. Aber mir ist es einfach wichtig, dass es bei meiner empfindlichen Haut gut funktioniert und von daher habe ich es ganz gern benutzt, also war jetzt kein Problem. Dann Maybelline Yarde Waterproof Augen-Make-Up-Entferner finde ich ja auch sehr gut und ich wechsle das eigentlich immer ab mit dem L'Oreal Micellen-Teil. Also die beiden, ich kaufe mal das, dann wieder das, so je nachdem, wie ich gerade Lust habe, weil ich beide einfach extrem gut finde, also... In beiden, okay, da sind 200 Milliliter drin, da noch 125 und ich weiß gar nicht, aber ich glaube, die kosten beide gleich viel. Aber wie gesagt, ich wechsle einfach ab. Ich finde beide wirklich super, 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 super toll und kann mich jetzt nicht entscheiden, was da besser ist. So, dann eine Creme, die meine Mutter leer gemacht hat, von der sie sehr, sehr begeistert war. Und zwar die BB More Brighten Up Creme, wollte ich euch einfach nur mal sagen. Vielleicht interessiert es ja einen von euch da draußen oder... Ja, vielleicht wollte einfach mal irgendeiner von euch die auch mal testen. Also meine Mutter war sehr begeistert davon. Und ja, vielleicht bringt es euch ja was. Okay, dann eine Seife. Sehr toll, ne? Das ist eine von Duschdas gewesen, Schutz und Hygiene. Hat das gemacht, was sie sollte. Und ja, dann habe ich so ein kleines Warm Cinnamon Nights von Trackle Moon leer gemacht. Und ich weiß nicht genau, ob ich diesen Geruch mögen soll oder nicht. Also... Er riecht auf jeden Fall warm. Also es ist wirklich so ein warmer, orientalischer Duft. Also es soll ja auch wirklich so nach Zimt und dem Ganzen riechen. Ich finde gut, dass es nicht so extrem nach Zimt riecht, weil ich den Geruch eigentlich nicht so mag. Aber ich finde jetzt auch nicht, dass es ein Duschgel ist, wo ich jetzt sagen würde, boah, das muss ich mir in groß kaufen. Ich habe ja das One Ginger Morning daheim, habe es immer noch nicht benutzt, weil es ist ja so ein Riesenteil und ich will halt noch warten bis zum Frühling damit. Aber das würde ich mir definitiv nicht in groß kaufen, weil es einfach nicht direkt mein Geruch ist. Aber ja, genau. Dann habe ich die Skin Perfection-Dings-Creme hier, dieses kleine Pröbchen leer gemacht. Daraufhin habe ich mir auch den großen Pot gekauft, habt ihr ja in meinem Haul gesehen. Und da werde ich auch so in 3-4 Wochen oder so, kann ich euch da glaube ich eine bessere Review dazu geben, um ja einfach zu sehen, was es mit meiner Haut macht, ob da wirklich so Veränderungen sind, ob die Poren verfeinert sind und all so ein Zeugs. Und ja, dann habe ich ein Parfüm leer gemacht und ich glaube, dass es das Super Playboy war. Wie gesagt, da steht halt nirgendwo mehr was drauf, aber ich glaube, es war Super Playboy. Und wie schon in Favoritenvideos erwähnt, Playboy-Düfte sind immer super, sind tolle Geschenke, sind günstig, tolle Düfte und also gibt es überhaupt nichts dran zu meckern.
Dann ein Duft, der sehr Oma-mäßig ist. Der war, glaube ich, mal von Yves Rocher. Der ist so richtig so, ja, so ein bisschen nach Klostein und Oma-Geruch mäßig. War jetzt nicht so toll, aber ich glaube, das war mal irgendwo gratis bei einer Bestellung dabei. Und ich habe es halt ab und zu mal benutzt, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie irgendwo hin bin, wo ich besonders toll riechen wollte, sondern einfach mal so für zwischendurch oder so, damit es halt leer geht, ne? Aber es ist halt auch nicht so das Parfüm. okay. Dann L'Oreal Hydroactive 3, diese Creme, die ist fast leer. Ja, die mache ich jetzt noch in den nächsten 2-3 Tagen leer, um dann die neue L'Oreal Skin Perfection Creme zu benutzen. Genau, aber ich zeige euch jetzt auch schon mal den Karton, weil ihr wisst ja, ich benutze die sehr gerne. Ich mag die ist super für meine Haut und ja. Genau, jetzt komme ich auch schon so ziemlich zu dekorativer Kosmetik, bis auf dieses Restore Tiefen Repair Shampoo. Das war bei einer Haarkoloration dabei. Ich benutze ja immer von Syos die Oleo Intense Haar Farbe und da war das gratis dabei. Fand ich gar nicht so schlecht und daraufhin habe ich mir dann den Conditioner dazu gekauft, weil ich dachte mir, gut, der Conditioner wird halt mehr pflegen, aber... Ne, ich sag euch jetzt noch nichts. Ihr werdet es in dem Video dann noch sehen, was ich dazu sage. Ne? Also, naja, okay. Dann habe ich eine Probe von dem Benefit Professional leer gemacht. Der war bei dem Hello Flawless Make-up dabei. Das finde ich ganz gut, dass man den einfach testen kann. Ich habe ja schon eine größere Probe aus meinem Prime Pink with a Star Set. Ich mag den sehr gerne. Aber ich glaube, 32 € dafür hinzublättern ist halt schon viel für einen Primer. Aber naja, okay. Gut. Dann habe ich hier auch noch bei DM gab es diese Tester-Pröbchen-Dinger, wo man 7 von diesen Garnier Miracle Skin Perfector-Teilen bekommen hat. Und ich muss sagen, ich mochte die Anfang des Jahres überhaupt nicht, als es rauskam oder Anfang letzten Jahres. Ich weiß gar nicht, es gibt ja schon länger, aber auf jeden Fall, als es rauskam, fand ich es echt nicht gut, weil die Farbe nicht gepasst hat. Aber inzwischen finde ich es gar nicht so schlecht. Als ich diese Proben jetzt benutzt habe, muss ich sagen, ist sie wirklich gar nicht so schlecht. Also ich glaube, ich fange an, diesen Miracle Skin Perfector zu mögen. Ja, okay, hat mich selbst ein bisschen überrascht. Okay, dann komme ich jetzt noch zu einer Handcreme und zwar auch wieder diese Olivenhandcreme hier. Die ist wirklich klasse. Also das ist eine Handcreme, wo ich auch sage, die würde ich auch wieder nachkaufen, aber die ist halt auch ein bisschen teuer dafür, dass da einfach nicht so viel drin ist. Aber die pflegt halt einfach. Also wenn ihr wirklich sehr trockene Hände habt, dann kauft euch die, weil die ist mega pflegend. Gut, dann habe ich noch Pickle Break für euch. Den kaufe ich mir auch immer wieder. Also wie gesagt, ich bin niemand, der super viele Pickel hat. Aber wenn ich halt mal irgendwo einen Pickel habe, dann gebe ich das immer punktuell auf ein Wattestäbchen und dann tupfe ich es immer drauf. Und dann von 2-3 Mal drauf tupfen geht dann auch der Pickel wieder weg. Und das bestätigt mich einfach darin, dass es wirklich ein super Produkt ist und finde ich ganz, ganz toll. Es stinkt zwar höllisch, ihr solltet es nicht drauf machen, wenn ihr irgendwie am Tag noch weg wollt. Von daher, ich würde es am besten einfach immer abends drauf machen, dann könnt ihr nicht schief, dann kann es nicht schief gehen, weil es stinkt halt wirklich mit dem Teebaumöl. So, wie gesagt, habe ich noch ein bisschen was Kosmetisches für euch. Zum einen die Essence Quick Dry Dings Nail Drops, die muss ich mir auch noch nachkaufen, ist mir aufgefallen. Ich habe nämlich keine mehr daheim. Die benutze ich ja sehr, sehr gerne. Ich liebe das, damit trocknet der Nagellack super schnell und ja, also finde ich toll, klasse. Wirklich sehr gute Idee gewesen von Essence, sowas rauszubringen und bin ich sehr zufrieden mit. Gut, dann jetzt ein Make-up und zwar das P2 Stay Matte Make-up. Davon habe ich euch ja auch schon öfters erzählt. Das mochte ich sehr gern. Leider ist es nicht mehr im Sortiment. Es gibt zwar so ein neues Matte Make-up, aber ich weiß nicht. Ich habe mir bisher es noch nicht so genau angeschaut und ich brauche eigentlich jetzt auch im Winter kein Matte Make-up. Das ist eher für den Sommer was. Aber das habe ich im Sommer extrem gern getragen. Das hatte eine schöne helle Farbe. Nicht zu hell, aber doch schön hell genug für mich. Und war auf jeden Fall ein sehr gutes Make-up meiner Meinung nach. Dann habe ich jetzt noch 3 Wimperntuschen und zwar einmal die Extra Volume Collagen Waterproof. Das ist diese hier. Moment, ich zeige euch auch mal das Bürstchen. Ich war eigentlich immer sehr zufrieden mit der, habe sie mir jetzt aber noch nicht nachgekauft, weil ich jetzt im Moment eigentlich auch keine wasserfeste brauche. Die war halt sehr viel in Kreta für mich da und hat da einen guten Dienst geleistet und ist da dann auch leer gegangen. Also ja, ich muss sagen, ich fand die wirklich ganz gut. Dann die Lashes to Kill von Catrice, da habe ich euch ja schon öfters was drüber erzählt. Ich mag die an sich sehr gerne mit diesen False Lash Fibers.
Die verlängert die Wimpern sehr gut und ist eine Mascara, die man sich im kleinen Preissegment auf jeden Fall kaufen kann. Aber sie macht halt nicht genau das, was ich will. Und ja, jetzt kommen wir zu einer, die eher das macht, was ich will. Und zwar die Yves Saint Laurent. Frag mich nicht, wie sie heißt. Ich habe ja noch die Shocking und das ist aber die normale, also die irgendwas mit falsche Wimpern, aber auf Französisch halt, aber ne, egal. Also die hat einen echt komischen Namen, aber die war wirklich auch gut. Die ist mir jetzt halt nur auch leer gegangen und ja, die hat kein besonderes Bürstchen, aber die habe ich sehr gerne so als Topping genommen, einfach um wirklich diesen falschen Wimpern-Effekt zu bekommen. Und dafür war sie echt gut, aber ich muss sie mir jetzt auch nicht nochmal kaufen. So, das war's auf Gebraucht-Video. Ich hoffe, ich habe nicht so schnell gelabert und ich denke, ich glaube, mit 15 Minuten kommen wir da ganz gut hin. Und ja, dann war's das jetzt erstmal. Ich freue mich wieder auf mein nächstes Aufgebraucht-Video und ich freue mich wie immer über eure Daumen hoch, über eure Kommentare, über alles, was ihr loswerden wollt. Und ja, dann sehen wir uns einfach in meinem nächsten Video. Bis dann!